Hi Leute, heute möchte ich euch passend zur Weihnachtszeit zwei Rezepte, wie ihr eure Pferdeleckerlis selbst backen könnt, vorstellen. Andere backen jetzt fleißig Plätzchen, wir backen halt heute mal zusammen ein paar Pferdeleckerlis, damit unsere Vierbeiner auch mal etwas von Weihnachten haben. Also los geht's und viel Spaß beim Video! Bevor wir beginnen, hier erstmal die Dinge, die ihr dazu benötigt. Ihr braucht Mehl, 6 Teebeutel bzw. den Inhalt der Teebeutel und 200 ml warmes Wasser. Nun könnt ihr schon mal den Backofen vorheizen, und zwar auf Ober- und Unterhitze bei 180 bis 200 Grad. So, nun können wir ja auch schon mit dem Teig beginnen. Zunächst wiegt ihr 250 Gramm Mehl ab. Danach gebt ihr 200 ml Wasser nach und nach dazu. Nachdem ihr die Masse ein bisschen vermengt habt, kommen nun die 6 Teebeutelinhalte dazu. Danach wird das Ganze wieder erstmal umgerührt. Wenn ihr nun die gewünschte Konsistenz erreicht habt, könnt ihr euer Backblech rausnehmen und den Teig in kleine runde Stücke formen. Ihr könnt hierzu natürlich auch jede andere beliebige Form wählen. Kleiner Tipp: Da der Teig sehr klebrig ist, ist es vielleicht von Vorteil, wenn ihr zwei Löffel zum Auftragen auf das Backblech benutzt, einfach, dass der Teig nicht so an euren Fingern festklebt. Wenn ihr dann den ganzen Teig aufgebraucht habt und das Backblech voll befüllt ist, könnt ihr die Leckerlis auch schon in den Backofen geben. Die Leckerlis sollten dann 25 Minuten backen. Und so könnten eure fertigen Leckerlis dann aussehen. Kommen wir nun zum zweiten Rezept. Das ist eins der Rezepte, welches am häufigsten verwendet wird. Da dies aber Zutaten enthält, welche D'Amiro und ich denke auch viele andere Pferde gerne mögen, möchte ich euch nun zeigen, wie ich diese Leckerlis zubereite. Ihr benötigt Haferflocken, 3 Möhren, 2 Äpfel, Honig, 2 Bananen, Wasser, eine Rührschüssel und eine Küchenreibe. Als allererstes solltet ihr wieder euren Backofen vorheizen. Hier auch, wie bei dem anderen Rezept, bei 180 bis 200 Grad mit Ober- und Unterhitze vorheizen. Als nächstes könnt ihr die Äpfel und Möhren in kleine Stücke raspeln. Hierzu eignet sich gut so eine Raspel, wie ich sie hier benutze. Ihr könnt das natürlich aber auch mit einem Messer klein schneiden. Das ist ganz euch überlassen, also diese Raspel ist natürlich nicht zwingend notwendig. Achtet nur darauf, dass die Stücke auch klein genug sind. Nachdem ihr dann die Äpfel und die Karotten zerkleinert habt, könnt ihr nun auch die 2 Bananen nehmen und diese mit einer Gabel zerdrücken.
Wenn ihr das Obst fertig verarbeitet habt, könnt ihr euch nun den Haferflocken widmen. Hierzu gebe ich einfach die kompletten 500 Gramm Haferflocken in eine Schüssel und vermenge dies mit Wasser. Das Wasser solltet ihr nach Augenmaß hinzugeben. Ihr müsst einfach darauf achten, dass die Konsistenz der Haferflocken nicht zu klebrig, aber auch nicht zu flüssig ist. Wenn ihr die gewünschte Konsistenz erreicht habt, könnt ihr nun auch das geraspelte Obst hinzugeben und das Ganze nun erstmal gut verrühren. Nachdem ihr die Haferflocken und das Obst gut verrührt habt, gebt ihr nun die zerdrückten Bananen hinzu. Das Ganze dann natürlich auch wieder gut unterrühren. Zum Schluss gebt ihr noch 3 großzügige Esslöffel Honig hinzu und vermengt das Ganze dann auch nochmal. So, jetzt sind wir aber endgültig fertig mit dem Teig. Jetzt könnt ihr den Teig wieder in Form bringen. Hier könnt ihr natürlich eurer Kreativität auch wieder freien Lauf lassen und die Formen formen, die euch am besten gefallen. Wenn ihr damit fertig seid, dann könnt ihr das Backblech in den Ofen tun und die Leckerlis dann circa eine Stunde bei Ober- und Unterhitze und 180 bis 200 Grad backen lassen. Und so könnten eure fertigen Leckerlis dann aussehen. Ja, und somit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Das waren jetzt meine 2 Rezepte, wie man Pferdeleckerlis selbst machen kann. Und wie ich finde, sind sie beide ziemlich einfach zu machen und noch dazu sehr individuell. Und sie enthalten keine künstlichen Zusatzstoffe, sondern nur natürliche Sachen. Und das finde ich eine gute Sache. Und da ich ja selbst nicht so der Plätzchen-Fan bin, habe ich mir gedacht, ich backe halt einfach mal passend zu Weihnachten für mein Pferd ein paar Pferdeleckerlis. Und ja, das war's dann auch schon und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann!